Dann herzlich willkommen zu dieser Folge Sims Random. Hallo. Und ich bin hier im Kochen, guck mal. Oh Mann, sieht das schön aus. Mit deinen Kochskills mittlerweile. Ja, als ob die nicht schon leer war. Und aus der Luft raus, die Schüssel. Und alles in die Schüssel rein und jetzt wird umgerührt. Ja, das Brett kommt natürlich auch rein. Noch ganz kurz, wer vor einigen Folgen das nicht gesehen hat. Wir haben viel Geld investiert, um die ganzen Brandschäden hier wieder rückgängig zu machen, weil ein Brand wurde verursacht, und zwar durch meine Kochkünste. Mm, und zwar, als ich Waffeln, das glaube ich dir. Und zwar, als ich Waffeln im Backofen drin hatte. Oh Mann. Hättest du vielleicht nicht machen sollen, weil wegen deinen Kochkünsten habe ich jetzt immer noch nicht mein Laufband, das ich unbedingt brauche für meinen Job. Karg. Karg. Naja. Ich werde hart arbeiten, während ihr den Sonntag hier wieder einfach nur rumlungert. Wie weit bin ich denn mit meinem Gemälde? Na, ist noch ein bisschen. Aber die Hälfte habe ich geschafft. Oh ja, das ist schon viel schöner als mein erstes, muss man sagen. Das gibt bestimmt 5 Simoleons. Und viel schöner als nein. Was du sonst kriegst. Bitte mach jetzt nichts falsch. Oh, das ist schon fertig. Pancakes. Mein Essen, meine Arbeit. Okay, meine Arbeit ruft. Auf zur Arbeit. Ja. Renn. Ich will irgendwann mal auch befördert werden. Und die Post kommt. Normaler Betrieb. Okay. Laune ist wieder gut, aber Bobo kann sich dann auch demnächst bei seinem Shop verbessern. Der hat's einfacher. Na gut. Und wer hat diesmal seine Fähigkeit hinbekommen? Ach nein, nicht schon wieder. Ich kann das gleich mal reparieren. Ja, hat ja sonst nichts zu tun den Tag. Ich habe sogar auch noch seinen Wunsch. Ach, perfekt. Deswegen ist es wahrscheinlich gerade kaputt gegangen. Der schreibt weiter. Bringt uns auch wieder ein bisschen Geld. Und Geld, schneller! Los! Oh, bei wem klingelt's? Beim Kali mal wieder. Du kannst da. Nee, du willst. Nein, das wollen wir nicht mehr überhandeln in dieser Form. Aber du solltest vielleicht da oben die Fähigkeit beenden. Könnte ein wichtiger Auftrag sein. Oh. Jamie, wer ist denn Jamie jetzt? Stimmt jemand? Du hast mir noch gar nichts von Jamie erzählt, Mann, also wirklich. Ja. Oh Mann, wann hast du dir deine Nummer gegeben? Also wirklich. Ich glaube, er ist auch mal rumgegangen zu einer Kunstgalerie und so. Und derzeit war natürlich alle arbeiten wie immer. Ja. So kenne ich dich. Hab voll Geld, ja. Sudau. Schabel Zepso? Mimi Vinci Sagadu. Ein Objekt von der Sorte Badewanne repariert. Ja, lad die doch ein, zur Bücherhandlung zu gehen. Das passt doch auch zu dir. Sabel, Yam Sabel D. Achso, das hast du schon gemacht. Gorain. Oh, was war das denn jetzt? Warte mal, ich passiere das hier mal, dass wir gleich mal nachgucken können. Bobo hat Schraubenschlüssel. Meine kaputte Tastatur. Tastatur. 49. Das ist hier mal schön. Dann würde ich glatt sagen, dass er mal aufhören soll zu plaudern. Und stattdessen?
stattdessen sein Buch weiterschreiben soll, dass er mehr Tantiemen bekommt. Na dann. Aus mit der Beziehung. Oh ja, Tim. Und wieder 14. Was war's denn diesmal? Schon wieder ein Kapitel beendet. Ist ja unglaublich. Und Bobo hat Gitarre Level 2. Endlich mal. Kann auch ein bisschen Schach üben, würde ich sagen. Ja. Ich bin noch bei der Arbeit. Noch ein paar Stündchen. Nein, wir kaufen jetzt bestimmt kein Bücherregal. Wir haben schon eins. Oh, hab ich will doch. Etabliere eine gute Freundschaft. Brauche er nicht. Nö, der muss nur Bücher schreiben. Das ist sein Lebensziel. Seine Bestimmung. Seine Berufung. Bücher schreiben. Und dann, wenn er fertig ist, das nächste Buch. Wie mache ich jetzt den nächsten Zug, ist hier die Frage. Und Fimima ist da... Du musst noch drei Arbeiten. Noch drei, nee, zwei Stunden, glaube ich, arbeiten. Aber das gibt gutes Geld für meinen Laufband. Was du auch eines Tages haben möchtest. Ja. So. Wir sind ja wieder knapp dran. Nicht da wirklich, aber das Buch, das müsste ja bald fertig sein. Zwei Tage arbeiten. Ja. Kannst ruhig mal bis 16 Uhr Schnelldurchlauf machen. Bis dahin bin ich sowieso arbeiten. Okay, jetzt muss der aufs Klo. Nee, muss er noch gar nicht eigentlich. Aber doch. Muss er. Aber so richtig dringend. Genau. Was hat der für Schuhe an, Mann? Achtung, jetzt bekommt er voll die guten Ideen, während er auf dem Klo sitzt. Und schreit dann direkt weiter. Sag ich ja. Was ist denn jetzt passiert? Er hat gerade ins Klo gesehen und dann hat er sich voll geekelt. Ich bin fast fertig. Noch eine halbe Stunde muss ich arbeiten. Oh nee, deswegen hat er sich so aufgeregt. Tja. Ach, und ich soll dann das Klo entstopfen. Was? Oh. Warte mal. Ich will da mal ganz kurz nachgucken, was man da jetzt machen kann, genau. Schnelleres. Kostenlos Unterhaltung. Putzdrache. Ey, Putzdrache hört sich doch gut an. Legendärer Gastgeber. Profi. Ey, das ist legendärer Gastgeber. Profi-Gammler. Sich bei der Arbeit ausruhen im Fernsehen, ohne dass die Boss darüber aufregt. Geil. Sorry, aber. Star des Büros. Aber dem sein Lebensziel ist doch, eine Party zu geben. Und Wachsel. Alle Speisen gehen aufs Haus. Der Abzocker. Das ist eigentlich richtig gut. Ja, würde ich sagen, ja. Bling! So. Und dann geht's weiter. Er ist fast fertig mit seinem Roman. Ich komme gleich nach Hause. In 5 Minuten. Jetzt bin ich daheim. Gleich. Da ist er, der Philipp. Wow. So viel. Mann. Das bringt's noch nicht. Morgen müssen wir wieder alle drei arbeiten. Wann hast du eigentlich deinen Nebenjob? Ui, Kali hält 6 Zentimeter über... Zahlungen erfolgt je Alter.
117 Zahlungen. Aber in 6 Wochen, in der Zeit, weißt du, wie viel Geld ich in der Zeit verdiene? In der Zeit verdiene ich das Zehnfache. Ich verdiene ja 500 in der Woche. Mit meinem harten Job. Imperator des Bösen. Das ist ein bisschen schwer, das werde ich eher werden. Was wäre mal dein Lebenswunsch? Reich? Ja, das werde ich. Der Bastler. Das kann er auch hinbekommen mit seiner Logik. Mmh. Mach dir schön die Füße dreckig. Lecker, lecker. Und deine Hose sieht auch bestimmt nicht mehr ganz so schön aus danach. Oh Mann, was ist mit mir los? Ich bin schon daheim, oder? Ach ja. Nee, ich bin der. Ach nee, das bin ich. Nein, ich mache mir gerade die Hose dreckig, also wirklich. Egal, es gibt einen schönen Fähigkeitenpunkt. Aber wenn ich fertig bin, sollte ich dann mal schön mich duschen, denke ich mal. Ja. Oh, das wollte ich eigentlich machen. Oh. So, und jetzt sollte ich Spaß haben ein bisschen. Lass mich mal weitermalen, bevor ich schlafen gehe. Weil ich will jetzt nicht um 17 Uhr schon schlafen gehen. Ui. Ja, schön. Das wird ein schönes Gemälde, muss ich sagen. Ja, das schaffe ich noch zu Ende, bevor ich schlafen gehe. Und direkt verkaufen. Oh, 16. Guck dir mal an, wie der zack. Und daraus wird Geld. Unglaublich. Ach nee. Aufräumen, aber dann muss ich schlafen gehen. Was ist denn das da überhaupt für ein Zeichen da unten? Dieser Smiley. Welcher? Angeekelt. Alles, was abscheulich aussieht oder schmeckt, ekelt Sims an. Tja. Ach, und das zeigt an, wann man das bekommen hat. Also, ich war vor 10 Minuten angeekelt. Meine restliche Zeit. Okay. Gemütlich. Okay. Und ich bin am Schlafen. Der Bobobo muss morgen aber auch wieder arbeiten, oder? Stimmt, der muss ja morgen auch wieder arbeiten, dann würde ich sagen, schlafen wir. Ja, alle mal schlafen gehen. Oh ja, lecker Macaroni mit Käse. Dass dann man gleich am nächsten Tag das essen kann. Ah, guck mal, ich hau drauf. Und der nächste Fähigkeitspunkt, kochen. Hm, sieht das lecker aus. Mm. Das riecht doch so gut. Oh, was ist mit dem Bobobo los? Ja, der hat nur Hunger. Ach ja. Das kann er dann gleich essen. Aber jetzt erstmal zu Ende schlafen. Hm, du bist auch bald bei den 5000. Buchhandlung? Warum denn? Ist wie in der Buchhandlung Arthur Steffen zu? Ah, okay. Mach ich dann auch mal morgen. Ach stimmt, du wolltest ja die Biografie schreiben. Rechtsklicke, um sie... was? Abzubrechen? Nö. Wie macht man die denn?
Mit Linksklick. Oh. Was hast du diesmal erreicht? Ach. Ah, stimmt, ich habe gegrillten Käse. So. Wie geht's denn mir jetzt gerade? Guck mal auf die Fähigkeit, wie geht's mir gerade? Oh ja, sollte dann mal was essen. Aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Wobei, wenn ich so um 5 Uhr aufstehe, eine 3 ist eigentlich besser, dann kann ich ein Bild noch zu Ende malen. Na, ich sollte davor vielleicht essen. Ja, mach sie ihr davor. Ach so. Warte mal. Hand dran, ja. Nee, eher duschen. Oder halt die Dusche säubern. Und danach kannst du mal üben. Ein kleines Bild. So, Teller weg. Bo-bo-bo-bo. Duschen. Nee, Dusche säubern. Kashibadau. Oh, das geht ja schnell. Und schon ist fertig. Und jetzt lass ihn mal duschen noch kurz. Bevor er das Bild malt. Und dann Bild malen. Wohl, du kannst ja auch mal was Großes genau vornehmen. Genau, dann gibt's mehr Geld. So, jetzt geht's mir langsam auch wieder besser. Und ich kann dann noch so schön ein paar Stunden malen. Na, wir sind jetzt, guck mal nochmal, was bei mir los ist. Warum ist denn das bei Gelb? Kann doch nicht sein. Hygiene, Spaß. Okay, Spaß geht hoch und Handrang. Ja. Und du bist nur wütend. Wenn es mit dem falschen. Oh. Falsches Bein. Unfertiger Raum? Warte mal. Was heißt denn? Egal. Das soll sich jetzt ein bisschen. Was malen. Nein, das macht er jetzt nicht. Ja. Da wo. So, oh, das sieht ja schon mal wieder schön an, was ich da anfange. Schön aus, was sage ich da? Der Bobo muss auch bald arbeiten gehen. Wann geht der los? Um 9? Ich glaube eine Stunde vor mir. Mhm. Dann der putzt das Klo. Noch. Die Dusche kannst du eigentlich reparieren. Du hast auch eigentlich einen Teilzeitjob. Warum trittst du den eigentlich nie an? Ah ja, stimmt. Den habe ich ja gar nicht angenommen irgendwie. Ach, den hast du nie angenommen. Mhm. Na dann. Dann pfeif halt auf unser Geld. Das nächste, was wir kaufen, ist auf jeden Fall mein Laufband. Ja, dann spielt er halt noch ein bisschen Football. Nicht als ob der besser mal Bad nehmen sollte. Ja, ist vielleicht nicht schlecht bei dem Job, den der hat im Krankenhaus. Ach, jetzt geht's mir wieder gut. Okay, meine fährt in einer Stunde und wer muss los? Bo-bo-bo-bo. Der Bo-bo-bo. Muss los. Oh, ist schon 8.
Tja, von wegen Hygiene. Stinkt er bei der Arbeit. Das kommt davon, wenn man lieber an den PC geht. Oh ja, guck dir mein Bild an. Mona Lisa. Oh. Wir sollten vielleicht noch schnell, bevor wir zu Ende machen. Bevor wir zu Ende machen, die machen wir die Rechnung noch begleichen. Alles. Rechnung? Ja, wir haben wieder ein paar Rechnungen. Und ich kann dann auch noch schnell zur Arbeit geschickt werden, jetzt in ein paar Minuten. Nein, nicht ein Buch lesen. Du musst gleich los. Was machst du? Und zwar jetzt. Tja, es geht ja direkt los. Der macht noch schnell da unten sauber. Nochmal das hier alles. Ja, die Hausfrau halt. Level Stufe 4 Geschicklichkeit solltest du doch hinbekommen. Ja. So, allen geht's gut, alle sind bei der Arbeit, bis auf du. Ja. Aber du musst auch jetzt gerade mal wirklich auf deine Bedürfnisse achten. Wobei ich da eher Harndrang und Hygiene meine, ja. Harndrang und Hunger, natürlich. Immer noch Herbstsalat drin? Warum haben wir so viel Herbstsalat? Essen wir schon seit Tagen. Stimmt. Das sollte mal leer werden. So, und jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Es ist schon wieder 12 Uhr. Nachher kommt schön Geld ins Haus. Und dann können wir eigentlich diese Folge beenden, oder? Genau, ich würde diese Folge... Oh, ich hab heute einen Nebenjob gemacht. Ich will halt eben mit dem noch ein bisschen da was machen. Die Schreibfähigkeit ausbauen. Und ich werde dann mal ein neues Buch schreiben, bevor wir dann da reingehen. Und ach, das letzte ist schon fertig. Ein was wird das? Was für ein Buch? Es ist das Biografie über den Gas. Ah, natürlich. Wie hieß zum Beispiel noch die Restaurantkette? Los Pollos Hermanos. Stimmt. So, und los geht's. Und los geht's und dann würde ich sagen, wir sehen, wie viel Geld es dafür dann gibt. An dieser Stelle bis in die nächste Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.